Wir haben hier den David Wali. Du siehst ja jetzt schon ganz schön schwer aus. Du bereitest dich wahrscheinlich darauf vor, bei den Männern zu starten. Genau. Das ist jetzt mein erster Männerstart. Nächste Woche der Heavyweight-Kampf am Samstag, werde ich das erste Mal mitmachen. Habe jetzt so um die 97 Kilo und gucken wir mal, dass ich dann da so 95, 96 habe. Und dann schauen wir mal, wie es da so ist bei den Männern. Was machst du momentan privat? Studierst du noch? Ja, ich studiere noch, bin jetzt im vierten Semester, also dauert noch ein bisschen. Und ja, Bodybuilding ist halt alles nicht so einfach, aber man kriegt es irgendwie unter Hut. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie reagieren deine Mitstudierenden darauf, wenn sie dich sehen? Die finden es eigentlich alle ganz gut. So, also die Disziplin und den Ehrgeiz und so, das schafft ja echt nicht jeder. Also die haben schon Respekt davor und die finden es auch insgesamt eigentlich alle ganz gut. Wo siehst du deine Zukunft? Ich versuche halt bei den Männern deutscher Meister zu werden und dann irgendwann mal international zu starten und den Rest schauen wir dann mal, was noch so drin ist. Alles klar, David Wally, Dankeschön.